Ja, Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem Video von dem Kanal. Ich bin's, Belanox. Und ja, Leute, ich wollte heute mal ein paar Infos für euch raushauen. Warum in der letzten Zeit nur Speedups kommen, was eigentlich in der letzten Zeit so alles passiert ist. Denn ich war eigentlich gerade aktiv auf meinem Kanal, generell mit Videos. Und genau, das will ich heute für euch beantworten. Und außerdem, bevor das Video ganz startet, am 3. oder 4. November kommt ein FAQ-Video. Das bedeutet, stellt eure Fragen unter dieses Video. Und die werde ich dann alle Fragen werde ich dann am 3. oder 4. mal schauen, wann das Video rauskommt, für euch beantworten. Ja, genau. Ich würde sagen, es geht los nach dem Intro. I'm just singing 'cause it's over. Yeah. So, Punkt Nummer 1, den ich ansprechen will. Und zwar fragen sich viele, warum ich jetzt zum Beispiel von meinem normalen Gameplay-Content auf Speedarts gewechselt bin. Ja Leute, das Ding ist, ihr wisst ja, dass ich einen Laptop habe, damit meine Videos aufnehme, schneide, meine Designs damit mache und so weiter und so fort. Es ist nicht der beste Laptop, sagen wir mal so, und ich kann Spiele flüssig mit über 100 FPS spielen, zum Beispiel Minecraft. Aber sobald ich dann aufnehme, habe ich so die Frame Drops, über die Hälfte der Frames sind einfach weg. Eben für das Aufnahmeprogramm. Ich habe es auch mit OBS versucht, geht aber nicht. Damit nehme ich nur meine Cinema 4D, also meine Speedups eben auf. Und wenn ich Minecraft oder sowas aufnehmen wollte, musste ich mit Loilo Game Recorder arbeiten und der zieht so viel Leistung. Deshalb bin ich jetzt von den Gameplays auf Speedups gewechselt, aber keine Sorge. Es kommen wieder Gameplays. Ich habe auch noch was zum Releasen, und zwar mein 200 Abo Special. Das habe ich aber nicht selber alles aufgenommen. Das hat ein guter Freund von mir gemacht. Grüße gerne raus an dich. Wenn er das Video schaut, wird er wissen, dass er gemeint ist so. Und ja, genau, das war eigentlich so der erste Punkt. Ein zweiter Punkt ist, ihr wisst ja eigentlich gar nicht, was so in der letzten Zeit passiert ist, weil ich habe mich nicht oft gemeldet. Ich habe eben nur das Speedups hochgeladen, ein paar Mal gelivestreamt und ja, das war's eigentlich. Ja, was ist passiert? Ich hatte die Idee, dass ich mit David, ihr kennt ja David mittlerweile, glaube ich schon, mit ihm ein Netzwerk gründe. Und das haben wir gemacht. Wir haben jetzt einen eigenen Discord-Server und einen YouTube-Channel. YouTube-Channel ist noch nicht so aktiv, der ist erst vor zwei Tagen erstellt worden. Und ja, ihr könnt gerne auf den Discord joinen, das ist der erste Link in der Beschreibung. Der ist auch immer verlinkt. Und zwar ist das, unser Netzwerk heißt Cloud Studios. Und was es damit auf sich hat, ist, es ist ein Designer-Discord, sagen wir so. Aber auch wenn ihr kein Designer seid, könnt ihr gerne drauf joinen. Ist gar kein Problem, ihr könnt auch Freunde einladen und so weiter und so fort. Eben das, was man auf Discords macht. Und genau. Und David als Founder, also Creator, sagen wir so. Und wenn ihr auch Designer seid, könnt ihr gerne drauf, ist ein Designer-Netzwerk sozusagen. Und wenn ihr zum Beispiel noch am Anfang seid, könnt ihr auch, wir haben einen Channel, der heißt Hashtag Opinions, da könnt ihr eure Designs reinschicken und wir und andere Designer geben euch dann Ratschläge, was ihr besser machen könnt und so weiter. Und ja, dank David haben wir das eigentlich alles umsetzen können. Ich habe zu ihm gesagt, so Bro, ich will was aufmachen, eben das Netzwerk. Und ich kenne mich aber nicht mit Discords aus so. Und er hat das dann umgesetzt. Also sozusagen meine Idee und seine Umsetzung, sagen wir so. Danke auch an dich, Brudi, und Grüße gehen raus. Ja, ich bin auch zurzeit Designer bei Katz am Schniefi. Grüße gehen raus an dich, Brudi. Ja, ist auch verlinkt. Alles sind verlinkt, die ich hier jetzt erwähnt habe. Und ja, ich hatte auch kurzzeitig ein bisschen Beef mit Ingame, falls ihr Ingame kennt. Und ja, joint auf jeden Fall den Discord, würde mich sehr freuen. Und David auch, wenn wir euch da mal sehen. Und ja, haut rein, macht's gut, habt noch einen schönen Abend.